Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2013 im Koop mit Murchan zum Qualifying von Ferrari Land in Italien. Ja, bei mir ist der schöne Ladebalken. Alter, wie lange dauert das heute? Bei mir steht schon auf den Koop-Partner warten. Dauert gerade richtig lange bei mir. Ja, ist mir schon mal aufgefallen, wenn ich mir deine Videos sehe. Ich bin schon lange mit der Ankündigung fertig, wenn ich so Ladebildschirm. Na, meistens, ich schneide auch meistens den Ladebildschirm ein bisschen raus. Ah, okay! Ich schneide sowas, bis deine Ankündigung dann kommt. Ja, weil bei mir ist das bisschen, mein Rechner ist ja viel schneller. Du hast doch eine SSD drin. Deswegen muss ich die Ankündigung meistens machen. Weil, wenn ich die Ankündigung mache, dann sitzt er schon im Auto. Da sitzt schon lange drin, wollte ich gerade sagen. So, mal gucken, was ich heute reißen werde. Also, Training lief ja atemberaubend super für mich. Raus hier, ey. Fort raus. Alles bereit. So, Heimrennen für unser Team. Guterrea Toro Rosso. Philipp wird im Viertel spielen von 2000 und 8. Stimmt doch, oder? Du bist Erster, ja. Im Regen. Aber nicht hier. Boah, die erste Kurve. Oh Gottchen, ey. Auf hart fährst du auf, ja? Du bist doch ein Assi. Kein Spaß. Und ich sag dir, fahr die Kurve viel, viel weiter innen. Sehr schön verbremst, Philipp. Abstand lassen, bist du sonst so schneller nachher. Viel besser. Ja, viel besser in die Kurven fahren. Wer? Ich? Lag am Wetter vorhin. Aber ich finde die Strecke in 2012 viel besser. Ja? Ja. Wir werden hier wahrscheinlich einen erhöhten Spritverbrauch haben. Boah. So. So. Mal gucken, ob ich an die rankomme in der Runde. Let's go. Lass mich nicht lange dauern. Sehr gut, keiner vor uns. Infahren. Ja. Oh, fuck, war abkürzen. Jetzt ernsthaft? Ja. Hab zu früh eingelenkt. Du gefahren? Ach, ich bin 28,8 gefahren. Weiß ich nicht. Scheiße. Unnötig. Sau unnötig. Und du fährst dann auch hart, ey. Ich glaube, der hart und weiß ist hier kaum Unterschied, glaube ich, oder? Oh, der Sprit war auch ziemlich hoch, ey. So, zweiter Versuch. Fantastisch, das war die schnellste Runde. Könnt ihr euch mal hier einigen? Mach Platz da vorne. Oh, bremst doch bitte vorher ab. Ey, ganz großes Kino-Rapper, ganz großes Kino. Danke. Ach, bei dir auch. Ganz großes Kino-Rapper, du bist doch ein echter. Verwarnung, Kondition verschuldet. Ich glaube, ich spinne. Danke, ein ganzer Reifen ist verkackt. Echt?
Super. Du, wieso hast du eine Verwarnung bekommen? Ich hab nichts gemacht. Ey, ganz großes Kino, ey. Sau. Boah, Alter, du bist ja so ein blöder Wichser, ey. Hau bloß auf der Formel 1 ab, ey. Du bist doch schon noch feig unterwegs. Oh, ich hoffe, dass die Reifen mal noch eine Runde durchhalten, ey. Und dass ich auch fett noch eine Runde schaffe. Kann doch nicht sein, ey. Wo sind wir denn? Eine Runde war auch zum Kacken, oder? Ja, hast du eine Sekunde noch rausgeholt, da? Hast du mir abgekürzt? Ich wurde die Runde doch gar nicht gewertet. Gelbe Flagge im ersten Sektor, oh Gott. Und merkst du was mit innen fahren? Ja. Oh, wieder zwei Autos vor mir. Ich glaube, ich spinne langsam. Oder? Bei mir gleich auch. Aber ich bin weg da. Bremst doch ab weg. Wo bist du gerade? Bei der Sektor. Am besten ist das schneller als du. Du machst halt nur Dritter. So, ich bin zufrieden mit der Zeit. Ah, die Zeit wird noch nicht. Gott, wo ich denn so viel Zeit wieder verloren? Gott, hinter Manu Nado, ist das bitter, ey. Auf weich und fett. Ja. Ich wurde vom Bottas wieder gestoppt, ey, unterwegs. Am ersten Liter sogar auf Bestzeitkurs, ey. Mann, halt die blöde Fresse. Scheiße. Ich bin sogar schneller als Webber. Hat wieder einen Reifensatz, ganze wieder in die Tonne gekloppt, ey. Unnütze, umsonst, ey. Kann ich auch hart rausfahren, ey. Du liegst vor Bord. Jetzt sind jetzt alle. Ich bin 28,9 im ersten Sektor gefahren. 13. schneller. Was bin ich im Training gefahren? 1,25,0. Okay. Das heißt, ich habe noch mal eine Sekunde. Bist du auch fett gefahren? Ja, natürlich. Ich habe noch mal eine Sekunde rausgequetscht, ey. Und lag zum zweiten Sektor. Also die machen sau viele Fehler im ersten Sektor. Also die KI ist ziemlich braucht gerade Bottas ist hier gerade rausgeflogen im Autodromo. Also die KI macht sau viele Fehler. Ich weiß, dass ich noch Erster bin. Hamilton ist sogar Zehnter. Du bist hinter Zehnter. Mir. Hamilton. Button ist hinter dir. Rosberg ist 19. mit 1,31,5. Haben wir auf Legende? Ja. Weil Vettel hat mich gerade unterboten mit 2 Zehntel. Ach nur. Gott, ey. Ich bin glaube, ich muss noch mal raus, oder? Du musst raus, ich muss nicht mehr raus. Soll ich mal auf hart versuchen? Nee. Mann, nee. Du hast doch 11 Minuten, ne? Welche hast du denn noch? 3. 3. So, 13. Also. Regen kann noch schneller. Können alle noch schneller. Und Button. So. Dann wäre ich 16. und. Euch raus? 1, 2, 3, 4,
Gutierrez, raus, okay. Gutierrez kann auch noch schneller. Also, Alter, du bist da alles andere als safe. Ja. Warte mal, ich muss Renndirektor gucken. Deacon Renndirektor, sind wir denn hier? Momentan. Gut, Terrace hat sie nicht verbessert. Rekön jetzt. Er ist gerade im zweiten Sektor. Ah, das hat, ach, der ist an der Box, der Rekön. Hey, wie kann denn der Boxer, wenn der im ersten Sektor der Zeit geht? Keine Ahnung. Er hat ja nicht mal eine Zeit. Warte, nee, ich meine im ersten Sektor, da geht eine Zeit und die anderen beiden Sektoren geht keine Zeit. Das ist das Komische. Und ganz rechts geht Box, das ist ja rausgeflogen. Guck dir mal ganz kurz. Der kann rausgeflogen sein. Guck dir mal ganz kurz auf diese Karte. Guck dir, was im ersten Sektor da abgeht. Guck dir mal, wie die da abbremsen. Das ist mein. LOL! Das ist mein. LOL! Guck dir, die bremsen da ab. Die bremsen. LOL, da steht ein Reinkönnen! Da steht ein Reinkönnen! Alter, jetzt nicht mehr. Was ist denn da los? Ist das Schlau? Der Rekön ist in der Box, der kann da nicht stehen. Nee, der ist glaube ich rausgeflogen, kann das sein? Der Bottas. 31. Was ist denn hier los? Also ich würde es an deiner Stelle nicht riskieren. Eine Menge Grille. Gott, ey. Also, ich glaube, wenn ein Gutierrez schlechter als ein Charles Pick ist, dann ist irgendwas falsch. Wenn ich schneller bin als ein Bottas, dann ist das richtig. Alter, das ist ein Gutierrez. Also wenn Gutierrez... Der ist ausgeschieden. Fahren alle rein, ey. Ich fahr jetzt nochmal raus auf hart, ey. Versuch mal. Oder nochmal auf weich. Was sagst du, weich? Musst du wissen. Weiß auch weich. Egal jetzt, ey. Ja. Hast du dich nicht gewundert, dass ich auf hart gefahren bin? Bist du auf hart mit die Zeit gefahren? Wie denn? Natürlich. Ach, da war ein Lotus. Da war ein Gutierrez wahrscheinlich. Da war ein Gutierrez wahrscheinlich. Nee, er ist nicht raus. Da steht noch 22. Aber ist ja klar, dass jetzt alle natürlich jetzt alle wieder rausfahren. Ja, ich kann gerne die weiße Linie überfahren, damit ich eine Strafe bekomme. Können die mal etwas schneller im ersten Sektor fahren? Die sind ja alle lahmarschig wie meine Oma, ey. Das ist ein Audi A3er schneller. Ne, A4, ne? Hallo, was machen die? So, Hülkenberg, hallo? Alter, ist das geil. Das musst du bei mir sehen, ey. Die bremsen ja. Der Ferrari, der war auf einer schnellen Runde. Und wer bremst den aus? Ein Grosjean. Auf der 13. In dem ersten Sektor bremsen die jeden aus. Alter, ich überhole die alle jetzt, ja. So, Mulligan-Style kommt jetzt, ey. Was ist denn das für eine Rotze, ey? Wer dieser scheiß Ferrari wird dann nachher so langsam. Ich bring den um, ey. Boah, 16. Yeah. Ein Platz vorm Ausscheiden. Aus der letzten Kurve zu kommen, um kein Speed zu verlieren. Kurz nach dem 200-Meter-Schild Kurve 1 anbremsen. Hier bleiben ganz leicht die Räder stehen. Wenigstens 24 tief fahren. Damit du am Ausgang nicht die Balance und die Traktion verlierst. Hier drehen schnell die Räder durch. Vollgas vor der Kurve Grande. Bis in den siebten Gang. Nutze die Brücke. Unfall in Sektor 1. Was wundert mich das? Kannst du mal los, kannst du mal gucken, was im Sektor 1 gerade abgeht da? Nicht zu weit auf die Curbs. Du musst relativ gar nichts so. Fahren, damit du mit. Aber natürlich, dass das jetzt natürlich wieder jeder rausfährt. Die Kurve hängt nach innen, was bei der Balance hilft. Nicht zu viel Curbs am Ausgang. Die nächste Lesmo wartet schon. Jetzt auf die tolle Gerade mit dem Linksbogen. Lesmo heißen die beiden Kurven. Mann, ey, das ist ein Ferrari so langsam wieder. Mann. Bremsen und drei Gänge runterschalten. Komplett über die linken. Und fahr schneller, fahr bitte schneller. Oh Gott, ey, danke. Oh, Alonso, du bist das der größte Lappen der Welt. Ich war im ersten Sektor Bestzeit. Was ist das für eine Dreckskurve, ey? Mann! Hast du hier oft untersteuern, deswegen ist eine gute aerodynamische Balance wichtig. Ein letztes Mal Kers. Ganz ehrlich, ey, dieser erste Sektor, ey. Zum Kacken.
Kein Wunder, warum ich jetzt hier schlechter bin, ey. Oh, Sektor besser, dem ersten Sektor. Ja. Und natürlich blockiert mir jeder. Jeder blöde Scheißfahrer blockiert da. Oh Gott, das ist zum Kacken. Wow. 13. 14. Gott, ey. 15. Wir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Eine Zehntel. Nicht mal eine Zehntel, ey, sonst wärst du draußen. So zieht 1,25674. Bottas 1,25632. Peak 18. Scheinbar werden die Streckenverhältnisse jetzt allmählich besser. Mann! Gib's auf, ey. Kein Bock mehr. Das kann doch nicht dein Ernst. Ich blockiere jetzt hier jeden, ey. Das kann doch nicht sein. Ich hasse diese Kurve. Der hat wieder einen scheiß Kies rausgekommen. Ich lass den nicht vorbei. Den brennt sich aus. Brennt sich aus, den Guterres. Da kommt der Wichser. Guterres ist momentan 10. Ich vor Hülkenberg. Kannst du mal eine Runde nochmal versuchen, ey, aber nee, tut mir leid. Weil ich einmal Sektor-Bestzeit, dann stört mich so ein scheiß Alonso. Wäre eine richtig gute Runde geworden, ey, ganz ehrlich, ey. Nur am Bann, dieses Scheißspiel. Oh, noch ein Reifen. Boah, Lex. Halt den Mund, Ingenieur. 16 Fahrzeuge sind gerade draußen. Bist du gerade auf Start und Ziel? Erster Sektor. War es gerade jemand überholt? Nö. Mann, ey. Oh, persönliche Bestzeit. Das riecht nach einer Verbesserung. Ein Zehntel vielleicht, ey. Boah. Aufgeben. Und raus. Yeah. Ausgeschieden sind Adrian Sutil, Jules Bianchi, Bescheids Pick, Gede von der Gattung auf die 20 geschafft, Max Schild 21 und Lotusmann Kimi Räikkönen, der hat sein Gehalt von Lotus nicht bekommen, gerade von Position 22. Mal ganz kurz nach, was Räikkönen hatte. Der ist ausgeschieden, steht bei hier. Ausgeschieden. Ja. Ach, ich steht sogar 14, Mulchan ausgeschieden. Lol. Die Vorfall. So, Verwarnung, Kollision, deswegen. Und solange es bei der Verwarnung bleibt, ist doch alles gut. Ja. Ach, ey. So, auf ins Q2. Ich werde jetzt einen Reifensatz aufnehmen und dann werde ich auf den Startplatz starten, so wie ich bin. Wenn ich ins Q3 komme, was eh nicht passieren wird, werde ich vielleicht auf hart fahren. Ganz auf hart dann starten? Ja. Das meinst du, oder? Oder so. Oh, das ist echt bitter. So,
zwei Reifensätze. Noch vier Reifensätze. Vier Weiche hast du noch, wa? Mhm. Ja. Aber wenn man auch wieder nur Pech hat, so wie ich, ey, da kann man doch nichts machen, ey. Wenn man eigentlich wirklich nur blockiert wird im ersten Sektor. Weil diese Scheißkarte so behindert dumm ist. Lass ich, ey. Wir sind bereit. Du bleibst da drin, oder was? Ach, nee, du fährst schon raus. Ach, nur auf weich, ja? Nur auf weich. Das fährst du mal auf hart raus. Nee, denn jetzt ist die Phase vorbei. Naja. Gott, ey, wie soll er hier rausfahren, ey? Wünsche viel Spaß im ersten Sektor. Ja, das sehe ich auch gerade so. Wünsche viel Spaß jetzt auch gleich im ersten Sektor. Viel Spaß wünsche ich dir. Das genau, Mann. Genau, Grosjean, genau. Bleibt ihr da mitten auf der Skelle stehen, ey? Guck mal, ob der ausgeschieden ist. Grosjean ist nicht raus. Warte mal. Nee, da fährt er noch. Es sind jetzt hier im zweiten Sektor, jetzt sind jetzt sechs Fahrer. Bist du gerade bei diesem grünen Punkt? DS-Punkt gewesen, ja. Sind hinter dir zwei Leute? Nee, einer, vor mir ist einer, das reicht ja, glaube ich, schon. Ach ja, sind voll hinten, okay, ja. Direktor, ist das? Hm? Da steuert mein Auto da auf einmal. Massa fährt eine 29.2 im ersten Sektor. Der Grosjean ist nicht ausgeschieden. Wie kann denn ein Alonso Erster sein, wenn da noch keine Zeit steht? Bei Alonso steht nur Sektor 3 innen. Also INN, er ist innen. Weber fällt schon mal 14 schneller als Massa. Ah ne, Philipp, wir wollten noch einen anderen Team in der zweiten Saison fahren. Nicht mehr, jetzt fahren wir in der dritten Saison. Massa 24.1. Bei Sektorbestzeiten. Ich kann die Strecke nicht, so wie Belgien auch. Bist du gerade auf der Strecke? Nee, letzter Sektor, letzte Kurve. Da. Jupp. Erstmal eine Sekunde schneller. So, viel Spaß im ersten Sektor jetzt. Das war die bisher schnell. Muss ich sehen, wie sie da abbremsen wieder. Nee, die fahren. Oh, Alter, die fahren noch schnell. Da sind gerade alle auf der Strecke. Du fährst aber nur auf weiß, nur 18. schneller. Mit der Zeit im Q1 wärst du noch Erster, ja. Also momentan haben 10 Leute eine Zeit, die anderen sind gerade auf dem Weg dahin. Ihrer ersten Zeit. Maldonado 10. Bottas 10. Hülkenberg 8. Alonso ist 2 hinter dir. Alle haben eine Zeit auf der Button.
Super. Ich glaube, im letzten Sektor wahrscheinlich. So, was fährt der liebe Button für eine Zeit? Der fährt. Oh, der ist eine gute Zeit gefahren. 1,24,1. Nochmal Verbesserungskurs? Oder hast du die Assis gerade verbessert? Nein, ich fährst du langsam. Oh, jetzt fahren sie alle rein, jetzt muss ich rausfahren. So, ich fahr mal raus. Ganz ehrlich, ich hoffe, am Ende der Saison wird es ein bisschen besser werden. Letztes Jahr hast du dich eigentlich, ich meine, warst du in der zweiten Saisonhälfte deutlich besser als in der ersten. Und noch gemerkt mit Silverstone und Japan. Die kann ich locker schaffen, die Zeit, glaube ich. Da ist die Zeit momentan vom 10. Also mich wundert, dass ich immer noch auf der 1 gehe. Wundere ich mich auch. du bist ja wieder zu gut für die KI. Ja, bin ich momentan überall, ey. Außer in der Liga, da setzt er doch vor mir. Weil einfach mal irgendwie, keine Ahnung, noch schneller ist. Aber muss sagen, die nimmt man nicht auf. Die Strecke ist im Moment ziemlich frei. Wenn du auch nicht aufhören würdest, du auch schneller sein, glaube ich. Oh, mein erster Sektor war ja richtig gut mit 28,5, ey. Sind sie alle in der Box? Alle. Alle. Jetzt muss ich hier was reißen. Wo bist du gerade? Letzte Kurve. Ist vor dir jemand? Beifahren wahrscheinlich in die Box. Ah, da bist du ganz hinten von den dreien. Der fährt in die Box, sehr schön. Ja, an die beide. Box, sehr gut. Das heißt, du hast freie Fahrt, das kannst du jetzt nicht mehr auf die KI schieben. Ne. Außer gleich, da kommt gleich einer, da ist noch einer weiter vor dir. Weil sie fahren auch wieder alle raus. So, 28,5 super. Gegen. Erste Kurve verbremst. Mhm. Na, siehst du, also pff. Es bringt einfach nichts. Ich werde dieses Rennen verkacken. Erste Kurve komplett wieder verbremst, ey. Bei mir steht schon Inlap. Oh Mann, ey. Würde 31. stehen. 31,7. Ich hasse diese Strecke, ganz einfach, diese Scheiße. 2011, 2012 war die so geil zu fahren, ey. Hier ist der letzte Bockmist, ey. Die Tonne kloppen, diese Drecksmap. Wenn wir denn in Q3 denn später sehen, dann werde ich vielleicht das erste Mal sagen, scheiß Toro Rosso. Oh oh. Nee, das bezweifle ich allerdings. Ich glaube, dass da ein Alonso dann fette noch mit welche mitreden kann, ey. Da ist Ferrari. Auch nicht lange gehört mehr. Was sind so, die? Zweiter was Versuch. Sind, was sind die denn gerade in Q1 gefahren? 1,23,6. Ja, die können noch schneller. So, zweiter Versuch. Ist jemand vor dir, jemand? Nee. Okay. Vielleicht biegst du jetzt in die erste Kurve rein. Ja. Jetzt in die zweite. Ja, da haben wir das Lenkrad gerade gehört. Und bestimmt wieder verkackt. Oder? Naja, nö. Komm wenigstens vorbei, die Williams, ey. Und davon ab. Wir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden.
Oh, 28:0, das ist eine gute Zeit. Naja. Für mich schon mal gut. Ja, aber ich kann da nicht meine gerade sehen mit 27:4. Sagt er nur ja, what? Aber im letzten Sektor kannst du auch noch so viel verlieren, ey. Zwölfter. Immerhin, vor die Rester. Müsste sich um 17. verbessern. Gott, ey. Um Hülkenberg zu attackieren. Ne, Moschner kommt gleich direkt. Ne, keine Ahnung, wo du dann noch 2 Sekunden findest. Ja, genau. Oder? Kommst du rein? Na. Die Runde ist aber noch besser als vorher Runde, ey. Nicht auf Standard oder Mager, ey. Ah, die ist besser, die Runde. Soll ich da zu Ende fahren oder reinkommen? Die sind eine Zehntel besser. Ja, zu eine Zehntel bringt nichts. Wo ist 7 Zehntel? Also, ich weiß, ich kann das viel besser fahren. Kannst du mal Fahrtenreifen mal versuchen? Nee, ich glaube, das bringt nichts mehr. Du weißt nicht. Was für ihn nicht gefahren auf Fahrt? 23:9. Ah, da muss aber alles passen. Ach denn, ihr scheiß Affen. Komm, machen wir einfach mal aus Spaß. Vielleicht 12, da will mir reichen. Ja, siehst du, ich bin immer noch Erster. Gott, ey. Ich glaube, ich sag echt scheiß Tauch so. Ganz schnell hier, Reifen hart. Ich glaube da nicht dran. 14 dann noch, geil. Vorbei der Williams. Ja, schön war. Minimum erreicht. Gott, ey. Ich muss schon eine 24:1 fahren. Ich glaube, ich bin hier gleich wirklich Erster, ey, mit der Lappenzeit. Weißt du, wie viele Reifen ich übrig habe, vergleicht? Und im Rennen hast du schon wieder so einen Bug wieder? 100% alle Reifen? Freue ich nicht. So wie ich dich kenne. Eine ganze Sekunde finden und die finde ich im zweiten Sektor. Warte. Die findest du wahrscheinlich im zweiten Sektor, ja. Du bist sogar gerade auf Skandal im zweiten Sektor schneller gefahren, ne? Ja, auf Maga vielleicht sogar schon, ne? Ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung warum. Wenn ich meine Zeit jetzt hier verbessere, dann weiß ich auch nicht, ey. Wird denn die letzte Chance sein? Super, mein DS ist kaputt. Geil, geil, richtig geil. Das hatte ich aber, glaube ich, auch noch nie im Qualifying, dass das DS kaputt geht. Oder? Hast du die Flügel zu wenig aktiviert, oder was? Schon schleichen. Gar nicht aktiviert gerade. Schöne Schleichübungen. Das wird die Bestzeit werden, ey. Bestimmt Verschleißübungen gemacht am Heckflügel. Ein Insekt reingeflogen, bestimmt. 20 Sekunden. Dann sind wir wirklich raste aus. Ich bin immer noch Erster. Ich glaube, wenn ich gleich Erster bin, dann rastet Tobi aus in Q3. Dann fliegt dann irgendetwas. In die Fetzen. Warum soll ich da was schmeißen? Ist doch gut für dich. Schauen wir Master zu? Nein. Schauen wir Master zu? Nein.
Abgeflogen, super. Ach, fick dich doch, ey. Ich fass es nicht. Ich war 15 im ersten Sektor schneller. Ach, fick dich doch, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ey, tut mir leid. Es war diese, im zweiten Sektor wieder diese beiden Kurven. Komm zu weit raus. Weg damit und raus, ey. Ausgeschieden sind Roma Grosjean, Esteban Gutierrez, Pauli, Resta, Moishan, Maldonado und Bottas. Wir sehen uns in Q3 wieder nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Das war die Werbeunterbrechung. Kein Bock mehr, ganz ehrlich. Scheiß Spiel, scheiß Strecke, Drecksauto. Kein Bock mehr. Daniel. Philipp weiß, wen ich mit Daniel meine. Ja. Ach ey, komm ey, das war so gut. Kannst du einfach aufgehen, kriegt Bock zu gucken. Kann was reißen. Aber das ist auch komisch, dass wirklich beide Ferrari, beide Red Bull, beide McLaren, beide Mercedes in Q3 kommen, sind ein Sauber und ein Toro Rosso. Der Toro Rosso ist eine Überraschung. Er will den Vettel zugucken, ganz ehrlich. Macht doch keiner. Ironie des Schicksals. Manche werden es irgendwie nicht verstehen. Das ist Ironie. Ironie meint man das Gegenteil. Ich muss sagen, Mann, war das halt ein schöner Tag. Ironie. Den hast du gerade auf dem Bild? Find dich gar nicht. Da! So, hab dich auf dem Bild. Dein DRS geht, wa? Bei der Fahrer, bei mir geht ja nix. Könnte Weber sein. Bei mir brennt das Auto ab. Mir geht alles kaputt, ey. Wer so ein Fahrer? Ach, lass den doch da alles kaputt gehen lassen. Wenigstens der eine Fahrer, der holt Punkte und der andere fährt hinten rum. Ungefähr so kann ich mir vorstellen. Jetzt wird er schon eben so was mit 22,5 bestimmt. Ah, ich bin ruhig. Schön verbremst. Zu spät gebremst, oder? Hatte ich vorhin auch. Trotzdem ist die Runde nicht schlecht. Wenn die Runde schneller ist jetzt als meine Freundin, dann raste ich aus. Guck doch, wie weit er da rauskommt. Da auch schon wieder, ey. Boah, ist das knapp. Hinter dir ist jemand. Wenn die Runde schneller ist als eine 1,25,0, dann raste ich aus. Ganze Kehrfehl. Du willst dich verarschen, oder? War das schnellste 1,25? Ja, für 1,25,0. Komm, ey. Alte Zeit war abgekürzt, oder? Ja. Hast du den ersten Kurven abgekürzt? Ja. Okay. Ich glaube, das ist ein richtig langes Qualifying-Video, ey. Tut mir leid, Freunde, ich kann die Strecke einfach nicht.
ich kann es einfach nicht. Im Ligarennen bin ich Sechster geworden. Oh, das war riskant. Ah, hast du nicht ganz optimal angenommen, die Kurve. Hast du ein bisschen was verloren. Ein paar Zehntel, so drei. Nein, 22 ist dann rastig aus. In die Box. 13, das verloren noch irgendwo. Noch eine Runde? Ne, er bremst doch schon vorher ab. Das war die bisher schnellste Runde. Ausgezeichnet. Da merkt man schon, dass du nicht auf einer richtigen Runde bist. Weil du nicht die Körbs mitnimmst in der ersten Kurve. Ach, er ist Erster. Was für ein Wunder. Eine Zehnte hast du Vorsprung auf der Mitte. Genau, eine Zehnte. Im zweiten Sektor hatte ich 13. Vorsprung. Wenn du jetzt aufgibst, kann es sein, dass du Erster wirst, bleibst. Stimmt, ich feier jetzt, ey. Fährst du an die Box, oder? Ja. Weil die geht noch schneller, die Runde. Denn der kann nicht schneller fahren, weil der blockiert wird von dem McLaren. Lanzo ist direkt dahinter, die fahren alle in die Box, ey. Die fahren die nochmal raus, sag ich dir. Vettel fährt rein. Massa fährt raus, wieder. Rosberg 6. Ja, fährt er gerade? Rosberg fährt auch rein. Button drinne. Legen wir los. Wie viele Minuten noch? 3 Minuten 20. So, keiner mehr. Auf der einzige Strecke ist das Massa. Noch 3 Minuten 10. Fährst du mal raus? Ja, klar. Beim Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Noch 3 Minuten. Hast du mich wieder auf dem Schirm? Ich hab Massa hier auf dem Schirm. Sag einfach, wenn du der schnelle Runde beginnst, ja. Und wie der Massa schön einen vor die Backe bekommt, ey. Und wie der Massa erstmal. Alter, ist das fies, ey. Erste Kurve. Ja. Wie der Massa erstmal schön blockiert wird, ist unfair, ey, hoch 10, ey. So, du kannst gleich auf mich schalten, ich bin gleich auf der letzten Kurve. Ja, bin dabei. So, ja, super, mein Fett geht nicht. Wie geht das denn? Super, in der letzten Runde noch weggedreht, ey. Ich kann das Fett nicht geben. Ist die KI so schlecht, ey, im Chor? Ey, du bist doch nur im Quali, bist du doch so Siebter geworden, Torres, oder? In deiner Karriere, oder? Du bist dein Mikro wieder kaputt? Nein, ich bin noch da. Dachte. Du bist uns so erst mit der Zeit. Minute.
Jetzt kommt dieses Käsegeräusch wieder. Fällt dich der Hand ab, ey! Ich muss gerade. Ja, weil ich die ganze Zeit nach Fett stellen möchte! Er macht das einfach nicht! Ah, okay, gib da auf. Der ohne Fett! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ist es vorbei? Ja. Pole Position! Woo! Aber du bist in deiner Karriere viel, du bist in deiner Karriere nur siebter im Qualifying geworden. Ich weiß gar nicht, was. War auch trocken. Was bin ich denn für eine Zeit gefahren? Also, da musste mindestens langsamer gewesen sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Karriere so. Die Karriere doch viel schneller, oder? Ich weiß nicht, was ich gefahren bin in der Karriere. Ja, werden wir gleich mal nachgucken. Ja, auf jeden Fall. Okay, ja. Yeah! Wenn es sonst nichts ist und dann, wenn man schön aufhalten kann für mich, dann ist es super. Dann musst du erstmal 2 Sekunden leider finden mit deinem Wagen. Gott, die Welt nie finden. Na gut. Oh, ich würde sagen, wir sagen erstmal Tschüss aus der Kommentatorenkabine. Yeah! Bis zum Rennen! Rum, wie auch sonst. Und ja. Wo mache ich den Vettelhelm auf? Weiß ich nicht. Tschüss. Ciao.